Sollen wir wirklich daran ziehen? Hä? Wow, das wurde aber ganz schön schnell bunt. Aber gar nicht mal so übel. Was kommt als nächstes? Ich bin bereit, mir den Bauch vollzuschlagen. Aber zuerst müssen wir am Rad drehen. Pink wie Himbeeren. Hey, wieso habe ich nichts zum Essen? Ist das alles für mich? Davon könnte eine ganze Familie satt werden. Kann man das überhaupt zusammen essen? Ich hab's! So sollte es gehen. Sieht schon viel besser aus. Es fehlt noch etwas. Geschmolzene Schokolade. Sieht aus wie pinker Regen. Süßer, schokoladiger Regen. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein Zuckerhagel. Wow, das sieht gut aus. Ich muss nur noch eine Sache herausfinden. Schmeckt es auch so gut, wie es aussieht? Vergiss nicht zu atmen, Tina. Dann benutze ich mal diesen Kamm. Ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen. Moment mal, da passiert etwas. Das wird total toll aussehen. Luna? Deine Haare. Oh, meinst du meine Einhornmähne? Das sieht so hübsch aus. Hey, willst du tauschen? Tauschen? Oh, von mir aus. Der sieht zum Anbeißen aus. Was hast du getan? Und, passiert schon was? Unfair. Was hast du dir nur gedacht? Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Ich werde gewinnen, Luna. Vergiss es. Bloß nicht blinzeln. Ah, ich hab geblinzelt. Ja, gewonnen. Gelb wie Zitronen. Wow, der Lutscher ist ganz schön riesig. Schmeckt gut. Der ist bestimmt lecker. Aber ich habe etwas Besseres. Das sieht witzig aus. Einfach umdrehen und losnaschen. Aber was ist das? Wow! Hey! Sie ist verrückt nach Bananen. Zum Glück habe ich meine Lutsche. So zitronig. Ich will ein Stück abbeißen. Mann! Ich hab's. Mit etwas Hitze sollte es klappen. Zeit für etwas Action. Hey, der Lutscher schmilzt. Das klappt super. Ein erfrischendes Getränk für mich. Spritzige Zitronenlimonade. Hey, willst du eine Banane? Du bist dran, Tina. Blau wie Blaubeeren. Hey, was ist das denn? Hast du eine Idee? Und ich? Blaubeer-Cake-Pops. Den muss ich probieren. So saftig. Aber was ist das denn? Ist das eine Nachricht? Da steht etwas von Wasserflaschen. Ich war noch nie gut im Rätseln. Versuch's du mal. Mal sehen. Zwei Wasserflaschen also. Eine davon steht auf dem Kopf. Ah, ich habe das Rätsel gelöst. Jetzt pass auf. Vorsichtig und umdrehen. Wow, das ist fast wie Magie. Sieh nur, wie das sprudelt. Thank you.
Die Zuckerperlen strömen nach oben. Wahnsinn! Man könnte denken, sie wären magnetisch. Ein echter Blauperlenstrudel. Hey, schau mal, Tina. Toll, dreh die Flasche nochmal um. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin dran. Nein, ich. Hey, du warst erst dran. Loslassen. Der Zeiger ist wohl auf Orange gelandet. Wozu soll der Deckel gut sein? Da stimmt doch was nicht. Eine Fanta-Party. Du bist so kindisch. Ich nehme mir diese Dose. Ups, war ich das? Hey, wie mache ich denn jetzt die Dose auf? Anfängerin, sieh her und staune. So erfrischend und spritzig. Ich hab's. Mit dem richtigen Werkzeug kriege ich sie auf. Jetzt kann ich auch Fanta trinken. Und dazu noch aus einem so edlen Glas. Schon besser. Also wenn schon edel, dann richtig. Das sollte reichen. Hey, vorsichtig, sonst brechen sie. Ein Gläserbrunnen der Extraklasse. Hier ist das perfekte Glas für die Spitze. Los geht's. Was ist noch edler als ein Brunnen? Ein Fanta-Springbrunnen. Dann mal Prost. Welches nehme ich nur? Dieses Glas. Luna? Stopp! Yeah! Luna? Willst du drehen? Na klar. Rot wie Erdbeeren. Wow, so eine winzige Kaugummimaschine. Aber wie kriege ich die noch raus? Jetzt ich. Was ist das denn? Eine Handrassel. Hier steht drehen, aber nichts passiert. Hallo? Ich will meine Kaugummis. Das hat mich erschreckt. Aber es war ein guter Schreck. Die roten schmecken am besten. Bravo! Hey, das ist aber nicht essbar. Du musst es umdrehen. Ach so. Mein Fehler. Hey, das kann man trotzdem nicht essen. Oh, denk doch mal nach, Tina. Die Kappe. Oh, um an das Süße zu kommen, muss man richtig schuften. So süß. Hoppla. Du bist an der Reihe, Tina. Es dreht sich immer noch. Gleich stoppt es. Hey, das sind mehrere Farben. Das ist es. Und, bist du bereit? Tada! Ein Luftballon in Regenbogenfarben. Hast du das gehört? Wow! Ganz schön bunt. Und Süßes obendrauf. Das ist meins. Nein, das ist meins. Jetzt gib schon her. Na, warte, du. Ich gebe nicht auf. Stopp! Wer als erstes aufgegessen hat? Gute Idee. Drei, zwei, eins und los! Der Gewinner kriegt die Schokolade. Ich esse so schnell, wie ich kann. Komm schon, schneller. Hä? Wie bist du schon fertig? Dein Mund ist viel größer als meiner. Und die Schokolade passt auch noch hinein. So eine riesige Schokolade. Den Sieg lasse ich mir schmecken. Ich hoffe, du kriegst Bauchschmerzen davon. Wo um alles in der Welt sind wir? Schau dir diese Farben an!
Sollen wir das öffnen? Du fängst an. Okay. Oh, alle Farben des Regenbogens. Siehst du das? Das ist super zähflüssig und purer Kirschsaft. Warte, was ist mit deiner Zunge? Was soll mit meiner Zunge sein? Wow, bleibt das für immer? Ich versuche es nochmal. Noch zwei Farben übrig. Jetzt geht's los. Bereit für bunte Magie? Das ist wie ein leuchtender Regenbogen in meinem Mund. Unglaublich. Du hast deins immer noch nicht aufgemacht. Okay. Augäpfel. Sind die Dinger echt? Und schmecken die auch? Sie riechen fruchtig. Wow, ich sehe lila. Ja, weil deine Augen lila sind. Überzeug dich selbst. Sie sind echt lila. Ha? Ziemlich cool. Und was, wenn ich alle Farben esse? Wie sehen meine Augen jetzt aus? Glaubst du, dass sie orange werden? Oder grün? Wow, ich sehe viele Farben. Wow, lass uns Spaß haben mit den Farben. Wuhu! Wir sind wie ein leuchtendes Regenbogenduo. Los geht's. Wow, solche Eiswürfel habe ich noch nie gesehen. Und für mich? Wow, das ist der coolste Kuchen. Eine kleine Kostprobe kann nicht schaden. Okay, eine etwas größere Kostprobe. Lecker, so süß. Sowas könnte ich ständig essen. Hey, ich will auch leckeren Zuckerguss. Eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, ich habe noch Manieren. Tada! Ein Pfannenwender. Warte, das ist nicht richtig. Ach, Mann. Warte mal. Ah, nein, zu klein. Ja, ich weiß. Das sollte für Abwechslung sorgen. Oder zumindest schmelzen. Heiße Luft war noch nie so nützlich. Komm schon. Es geht los. Oh, es ist wunderschön. Den habe ich mir für einen besonderen Drink aufgehoben. So sprudelnd. Luna? Ach, ich werde den wohl nie essen. Aha! Hey, das ist mein Strohhalm. Ich brauche nur das Glas. Oh, alles klar. Schau zu und lerne. Schneidet sich wie Butter. Und wenn du es wegziehst, hast du ein Glas voll Kuchen. Das sieht echt perfekt aus. Wow, gute Idee. Darf ich mal probieren? Danke, den brauche ich auch. Was ist gerade passiert? Oh ja, das ist genau richtig. Kümmere dich nicht um mich. Ich zuerst, bitte. Okay. Yum, dieser Lolli ist riesig. Glaubst du, du hast auch einen? Wow, das hoffe ich. Hey, hier ist absolut nichts. Verstehst du diesen Blödsinn? Oh, das ist schade. Hey, lass mich etwas zaubern. Fast fertig. Wow, wie hast du das gemacht? Könntest du... Oh, sicher. Noch ein bisschen Magie. Reicht dir das? Ich wusste, dass ich das kann. Oh, ich sabbere schon wie ein Baby. Oh, das riecht so gut. Das ist perfekte Zuckerwatte. Lecker. Sie schmilzt auf meiner Zunge. Das ist köstlich. So gut.
Lizzie, du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum. Was? Meine Hände! Ich glühe von Kopf bis Fuß. Beruhig dich. Du hast es noch schlimmer gemacht. Das war deine Absicht. Phew. Die Spannung bringt mich um. Oh, also das ist ein wenig enttäuschend. Was haben wir falsch gemacht? Das ist so eine Zeitverschwendung. Und was machen wir jetzt? Hat da jemand Getränke bestellt? Sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Ich habe aber viele Optionen mitgebracht. Hey. Oh, sorry, ich habe das Wichtigste vergessen. Schaut euch diesen herrlichen Sprudel an. Das sollte jetzt ziemlich lecker sein. Prost, Mädels. Hoch die Gläser. Das schmeckt gut. Also ist es sicher. Sogar das Glas schmeckt gut. Unglaublich. Das musst du probieren. Das ist essbar. Das ist besser als erwartet. Ist sogar besser als das Getränk. Ich wähle blau. Orange. Grün. Und gelb. Ich mische jetzt die Geschmacksrichtungen. Zitronige Gaumenfreude. Lecker. Ich könnte nur noch sowas essen. War das ein perfektes Essen oder was? Ich wette, diese Runde wird auch gut. Und das haben wir. Jackpot. Ich weiß nicht, welcher Teller besser ist. Finden wir es heraus. Wollen wir? Schau dir all die Farben an. Hast du Hunger? Bin ausgehungert. 1, 2, 3. Gut, dass dieses Zeug auf der Zunge zergeht. Ach ja? Warte. Meine sind nicht so klein wie ihre. Aber natürlich. Muss nur etwas umstellen. Langsam. Perfekt. Jetzt kann ich sie alle mit einem Mal vertilgen. Weit öffnen. Und los, rein mit euch. Yes. Und so macht man das, Leute. Wie soll ich da mit dir mithalten? Habt ihr schon mal ein Einhorn aus der Nähe gesehen? Jetzt schon. Das ist nur zur Inspiration. Wo ist mein Stift? Wie sollen wir denn malen? Du musst outside of the box denken. Ich meine die Kunstkiste. Ich mach sie weit auf. Ja, genau daran habe ich gedacht. Wow, darf ich die auch benutzen? Oh, gut. Wir sind ja schließlich beste Freunde, oder? Hier. Was soll ich denn mit Weiß? Man sieht ja gar nichts. Nicht mein Problem, oder? Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Sollte ich ihr helfen? Hier! Wo kommen die denn her? Schon gut, Mädchen. Jetzt kann ich richtig loslegen. Warte, ich hab's. Ich fange mit einem super geheimen Design an. Du kannst es nicht sehen. Noch nicht. Die Farbe bleibt nicht drauf. Je mehr ich also male, desto besser kommt meine geheime Zeichnung zum Vorschein. Tada! Es ist ein Einhorn, siehst du? Aber du kannst alles Mögliche zeichnen. Die Möglichkeiten sind endlos. Stifte runter. Gefällt's dir? Es ist nah dran. Aber Ashley! Wow! Aber wie ist das möglich? Ich habe ihr einen weißen Stift gegeben. Also gut, meine lieben Bäuerinnen. Ihr werdet gleich aufhören zu quatschen, wenn ihr dieses königliche Juwel seht. So glänzend. Malt es. Das mache ich mit links. Eine Krone zu zeichnen ist so einfach, das könnten sogar Affen tun. Ach, wirklich? Ich werde ihr zeigen, wie es richtig gemacht wird.
Es geht um die Details und auch die Farbe der Juwelen. Rubinrot werden sie. Und ein Touch-Realismus kann nicht schaden. Gut, dass ich das Ding immer dabei habe. Es ist perfekt, aber es fehlt noch ein bisschen Glanz. Goldglanz natürlich. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Los geht's. Du zuerst. Alles klärchen. Was hältst du davon? Sie ist so hübsch. Du darfst sie tragen. Wie hast du das gemacht? Ich liebe das. Und jetzt zu dir, Ashley. Das ist meine Krone. Wenig überzeugend. Aber das sollte dir helfen. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Seid ihr bereit für das hier? Das sind ja gigantische AirPods. Hey, das ist unfair. Dann muss ich damit zeichnen? Ich kann den kaum halten. Das ist doch lächerlich. Ich kann anfangen. Der ist perfekt. Wird Zeit für eine kleine Sabotage. Oder sollte ich sagen, Seifotage. Versuch jetzt mal was zu zeichnen. Ich fange in der Mitte an. Merkwürdig. Stimmt irgendwas mit dem Bleistift nicht? Ich weiß nicht. Voll weird. Die Zeit ist um. Nur noch eine Minute. Ich sagte, die Zeit ist um. Zeig mir, was du hast. Okay. Dann zeig uns deins, Jennifer. Das ist gut. Aber du hast auch Seife mitgebracht. Was bedeutet, dass du disqualifiziert bist. Du warst das. Unfassbar, dass du das getan hast. So eine Frechheit. Wenigstens ist es sauber. Schätze, Ashley bekommt die Pots. Ich kann's nicht glauben. Der Sound ist der Hammer. Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert. Mein Kamm, was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay, gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze. Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Poppet. Nice. Zeig sie uns. Hier. Das ist dir abgefahren. Aber Jennifer's. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow. Ich wusste nicht, dass es Poppetregen gibt. Bereit, Mädels? Weidet eure Augen an dieser Schönheit. Schau dir diese Diamanten an. Ihr seid dran. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist doch nur alles rot, oder?
Denk nach, Ashley. Denk nach. Jennifer ist fast fertig. Ich muss mein Bestes geben. Sieht aus wie der Umriss eines Kleides. Jetzt zum Körper. Die Magie liegt hier im Detail. Und jetzt noch ein Farbtupfer. Siehst du, wie ihm die Linien Bewegung verleihen? Als ob es real wäre. Sieht gut aus. Damit gewinne ich auf jeden Fall. Gut, ich helfe ihr lieber. Genau, was jedes Kleid braucht. Ganz viel Glitzer. Wow, so hübsch. Und jetzt wünsch dir was. Warte, meine Allergie. Die Zeit ist um. Fang an, Jennifer. Ist das nicht hübsch? Sehr hübsch. Was ist mit meinem? Das ist ja ein Traumbild. Wahnsinn, es funkelt. Soll das ein Scherz sein? Ja, ich hab's selbst gemacht. Du kannst es haben. Kunst vereint alle. Lass uns das Rad drehen. Wo wird's wohl stehen bleiben? Ein Regenbogen. Wie aufregend. Wow, wo kam das denn her? So viele Puppets auf einmal. Wow, Sarah, sieh mal da. Wow, ich bin ganz schön neidisch. Eine Glocke? Ist das alles? Okay, dann muss ich sie vielleicht läuten. Oh, wow. Ein tanzendes Einhorn. Echt cool. Danke, Mr. Einhorn. Bye. Einhorn-Cornflakes. Lecker. Sieht wirklich lecker aus. Los geht's. Wow, ich habe noch nie so viele Puppets gesehen. Das wird richtig lustig werden. Hört das auch nochmal auf? Noch mehr. Träume ich etwa? Es ist wieder voll. Das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Das macht echt Laune. Okay, ich bin dran. Zum Glück habe ich immer eine Schüssel und Milch dabei. Okay, bin bereit. Oh, so bunt. Das schmeckt bestimmt richtig gut. Perfekt. Mindy? Alles okay? Alles gut. Okay. Ich bin gleich bei dir. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Sollen wir zusammen drehen? Blau. Sieh mal, ein Ring. Ich habe eine Limo. Ob der mir passt? Hast wie angegossen. Endlich habe ich meine Traumfrau gefunden. Willst du mich heiraten? Ach du. Danke, meine Liebste. Das ist meiner. Hey, lass los. Nam, 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 nam. Hör auf. Ciao. Das war mega weird. Er hat meinen Ring geklaut. Das war irgendwie lustig. Okay, ich probiere mal einen Schluck. Das wird sowas von gut. Wow, sieh mal, wie blau das ist. Und es fehlt noch eine Geheimzutat. Ein Hauch magischer Staub. Und rein damit. Ach, warum geizen? Ich brauche einen Strohhalm. Und gut umrühren. So ist es gut. Echt mega hübsch. Yummy. Mindy? Er hat meinen Ring geklaut. Ich bin so traurig. Ich habe noch einen Strohhalm. Ich teile die Limo mit dir. Mindy, probier mal. Wirklich? Wow, echt gut. Okay, wer fängt an? Ich. Welche Farbe wohl kommt? Rot. Wow. Nicht übel. Brumm, brumm. Und was ist das hier? Das sieht sehr spaßig aus. Und wofür ist dieser Knopf gut? Wow, da fliegt es davon.
Wow! Ups, sorry. Das war nicht gut. Ich probiere mal die Süßigkeiten. Boah, sind die winzig. Schmecken aber echt gut. Und nun gönne ich mir den Rest. Boah, echt lecker. Oh, ich will auch Süßigkeiten. Meinst du, er kommt wieder zurück? Hey, da sind ja Süßigkeiten. Die habe ich ganz übersehen. Wie die wohl schmecken? Rein damit. Sowas von gut. Hey, wem gehört das hier? Oh, mir nicht, das gehört ihr. Sarah, oh, echt jetzt? Bitteschön. Danke. Oh, cooles Bike. Es fehlt aber noch eine Sache. Nein, bitte nicht. Nein, das war ein Unfall, stopp. Hä? Cool. Das ist ja mega. Danke, Mr. Alien. Warte mal. Was machst du da? Ich mache eine Spritztour. Aber das wird mir keiner glauben. Abgefahren. Darf ich drehen? Na klar, nur zu. Lila. Ein Handy. Wie niedlich. Nice. Wow, cooles Handy. Wow, ich liebe diese Challenge. Selfie. Ist das nicht süß? Hey, das ist unfair. Ich habe die Regeln nicht gemacht. So geht das nicht. Ich muss jemanden anrufen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist dringend. Verhalte dich unauffällig. Was? Da ist sie. Wie du meinst. Die Kamera liebt mich. Und was ist passiert? Genial! Danke. Mein Geld. Wow, ich muss dafür zahlen? Das war's mir wert. Danke, bye. Hast du das gemacht? Das ist voll gemein. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist doch nur ein Spielzeug-Handy. Warte, ist das Schokolade? Gar nicht mal so übel. Das könnte ich immer essen. Oh nein, nicht im Ernst. Oh, ich hab's. Das ist ein Lutscher. Mann, riecht der gut. Und wie schmeckt der? Voll gut. Ich bin dran. Pink. Wow, Rosen. Wie romantisch. Und sehen lecker aus. Wie schmecken die? Wow, einfach mega gut. Wow. Hallo? Ich warte. Ach, das ist typisch. Ich hatte echt noch nie so viele Rosen. Ich habe eine Idee. Das wird gut. Was macht Mindy denn da? Ich brauche Klebeband. Tada! Eine Rosenkrone. So wunderschön. Wie lange dauert das denn noch? Endlich. Spaghetti? Mal probieren. Wow. Ist das alles? So ein Jammer. Mir doch egal, ich mag Spaghetti. Wart's nur ab. Und wie sehe ich aus? Echt hübsch, oder? Erdbeeren. Lecker. Ich will mehr davon. Schicke Frisur, sag mal. Finger weg. Na gut. Der Winkel stimmt. Diese Winkel sind echt knifflig. Mein Bild wird trotzdem gut. Schau, so realistisch. Die grünen Augen sind das wichtigste Detail. Ich brauche einen neuen Winkel. Du malst hier nicht alleine. Nein? So,
Schon viel besser. Ach ja, das andere ich. Gib sie zurück. Wir müssen sie teilen. Lass endlich los, okay? Wow, wo sind wir hier? Darf ich als erstes? Kaugummi? Welchen nehme ich nur? Das schmeckt zitronig gut. Cool, alles hat einen gelben Farbton. Hä? Wieso siehst du mich so an? Mal sehen, was der hier macht. Der schmeckt sogar noch besser. Tina? Hallo, was starrst du mich denn so an? Oh, cool. Wie seltsam. Was? Ich habe eine bessere Idee. Zeit für einen Regenbogen. Ich bin so gespannt, was gleich passiert. Wow, hier geht es ganz schön bunt zu. Wow. Sie hat nun offiziell den Verstand verloren. Ich bin dran. Oh, schwarzer und weißer Kaugummi. Wow, solche Kaugummis habe ich noch nie gesehen. Köstlich. Einfach lecker. Oh. Dein Rücken? Ich kapiere es nicht. Oh, hier. Na los. Wow. Alles okay da drüben? Das ist nicht gut. Das war aus Versehen, ich schwöre. Hey, wieso fängst du nicht an? Eine Kartoffel? Was ist denn daran besonders? Die ist nicht mal gekocht. Findest du das lustig? Zeig mal, was du hast. Oh nein! Ich habe auch eine. Ist gar nicht so lustig, oder? Ich probiere mal etwas aus. Die ist roh und voll hart. Gah! Ich piek's mit der Gabel noch einmal rein. Ja, beeindruckt. Ja, du bist so stark. Autsch. Wow. Hat hier jemand Pommes bestellt? Tina? Tina, wach auf. Du bist ohnmächtig geworden. Sieh dir deine Kartoffel an. Was? Wow, sieh dir all die schönen Farben an. Ist das nicht wunderschön? So lecker. Oh, ich könnte eine Million davon essen. Augenblick mal. Tut sich was? Ja, schwarze Pommes, Baby. Das ist so ein cooler Trick. Ob die wohl schmecken? Ding, ding, ding. Voll lecker. Unterschätze nie eine Kartoffel. Also, lass uns anfangen. Hey! Unfair! Da ist nichts. Ja, etwas stimmt hier nicht. Ist da etwas drunter? Nein, da ist gar nichts. Seltsam. Naja, dann lass uns ein Päuschen machen. Hä? Bist du ein Monster? Du hast jede Menge Federn. Was willst du von uns? Er wird uns nicht wehtun, oder? Wo ist er hin? Und was sollen wir jetzt machen? Es öffnen? Liegt gut in der Hand. Ich beiß mal rein. Das ist so lecker. Wer hätte das gedacht? Ist auf jeden Fall schön anzusehen. Wonach es wohl schmeckt? Mal sehen. Etwas zäh. Es schmeckt nach Früchten. Ich stehe voll drauf. Eine schöne Überraschung, hä? Stopp! Ich zuerst. Die Pizza ist ja eingefroren. Mir ist so kalt. Siehst du? Ungenießbar. Und einen Ofen habe ich auch nicht. Aber ich habe einen Föhn. Echt jetzt? Da vergeht mir der Appetit. Ich passe. Na los, nun schmilz endlich. Wow, das sollte aber nicht passieren.
Hey! Wow! Bin das nur ich oder sieht sie besser aus als vorher? Wow! Mmh. Yum! Das schmeckt sowas von gut. Echt lecker. Und du gibst mir nichts ab? Mal sehen, was ich hab. Das sieht nicht wie Lillys Essen aus. Und es ist total mickrig. Oh. So ein Jammer. Naja. Soll ich auch den Föhn benutzen? Hm. Ich habe eine bessere Idee. Mhm. Bis gleich. Wo bin ich hier? Sie schläft. Ich leih mir das kurz aus, okay? Das wird sowas von gut. Ich muss weg. Phew. Das war cool. Zurück an die Arbeit. Schon viel besser. Das ist eine Regenbogenpizza. Wie hast du mich gefunden? Hier, dein Zauberstab. Das ist echt schräg. Oh, das war echt knapp. Jetzt probiere ich sie. Hm. Das war es mir wert, mich mit einer Hexe anzulegen. Es geht doch nichts über Pizza, mhm, oder? Nach dir. Thank you. Was haben wir denn hier? Limo in jeder denkbaren Farbe. Also das ist ganz nach meinem Geschmack. Doch bevor ich eine davon öffne, möchte ich etwas Spaß damit haben. Alter, die Maracas klingen echt gut. Welch musikalische Fingerfertigkeit. Klingt es gut, oder? Hör endlich auf, bitte. Das ist viel zu laut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Ich versuche sie zu ignorieren. Und für mich? Sieht nach frischen Kaffeebohnen aus. Ah, davon brauche ich nur ein paar. Hallo, Bohnensaft. Das riecht so frisch. Dunkle Röstung schmeckt am besten. Prost! Mmh, wow! Koffeinschub! Ich muss Dinge erledigen und Leute treffen. Ach, herrje. Ich liebe Donuts über alles. Aber bunte Donuts sind viel besser. Findet ihr nicht auch? Oh ja, ich glaube, das wird unsere erste Challenge. Ich weiß, was zu tun ist. Warte einfach. Was? Du nimmst mir immer alles weg. Wow, du rührst ja schon den Teig an. Ja, ich weiß. Das ist nur, weil ich gut im Backen bin. Jetzt gieße ich den Teig einfach in dieses Glas. Das dürfte reichen. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Wir fangen mit Blau an. Dann nehme ich den aus dem Glas und quetsche den Beutel, damit alles durchgemischt wird. Gut. Und jetzt zur Donutform. Ich drücke einfach verschiedene Farben in die Form. Die werden bestimmt hübsch aussehen. Das weiß ich. Ich habe genug Teig gemacht, um alle Formen zu füllen. Ich muss nur noch in die letzte gelb machen. Sie sehen toll aus. Schieben wir sie gleich in den Ofen. Ich muss mein eigenes Ding machen. Gut, dass ich Material dafür habe. Ich muss nichts Neues zubereiten. Ist doch langweilig und dauert. Ich habe ja schon kleine Donuts, die muss ich nur noch anmalen. So süß und auch hübsch. Ich weiß gar nicht, welche Farbe mir am besten gefällt. Streusel müssen auch noch drauf. Papierschnipsel sollten aber reichen. Ich kann es nicht fassen, wie süß die sind. Ich weine gleich. Ich muss einen probieren. Komm her, Greenie. Au! Fertig. Sie haben lang genug gebacken. Mmh, sie riechen wirklich gut. Und sie sehen schön bunt aus. Okay, aber ohne Dekoration sind es keine Donuts. Ich nehme einen raus und tauche ihn in die Glasur. Und dann geht es weiter zu den Streuseln. Wow, die sehen so süß aus. Meine kleinen Regenbogen-Donuts. Boah, ich hasse meine Donuts. Sie tun meinem Zahn weh. Oh, wow, deine Donuts sehen fantastisch aus. Du bist verhaftet wegen unerlaubten Betretens. Warte. Riechst du das auch? Ja, das riecht gut. Warte, sie ist weg. Dann kann ich jetzt verschwinden. Irgendwo von hier kommt es. Der Geruch kommt von diesem Tisch. Ups, ich glaube, ich verstecke mich mal kurz. Einer von euch hat doch was angestellt, oder? Na gut, ich gestehe. Ich war es, die die Schatzkammer ausgeraubt hat. Ich schätze, sie nehmen mich auch gleich mit. Was zur? Sie hatte das ganze Gold und Geld einfach so in ihren Taschen?
Wer auch immer diese Donuts gemacht hat, ist ein Genie. Oh mein Gott, die sind so gut. Die besten Donuts, die ich je hatte. Hey, was hast du da alles? das ist nichts. Ich räume das mal schnell weg. Naja, wenn du das sagst. So leckere Donuts. Ja, und ich bleib noch ein bisschen in Deckung. Huch, das war aber ganz schön knapp. Oh, auf ein leckeres Ei will niemand verzichten, vor allem nicht zum Frühstück. Okay, macht mir ein paar Eier. Eier? Wirklich? Ugh, das klingt gar nicht lustig. Na, lass uns erstmal nachgucken, was hier drunter ist. Echt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5? Okay, ich hab's. Und weg ist sie. Was mache ich mit dieser Challenge? Oh, ich habe eine Idee. Allerdings brauche ich ein paar Zutaten. Hallo? Ja, eine Lieferung. So schnell es geht, bitte. Oh, da ist sie ja schon. Schön, dass es so schnell ging. Okay, ich habe meine Eier. Die muss ich aufschlagen. Und das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt gieße ich das Eiweiß in meine kleine Vorrichtung. Und gebe ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Das rühre ich mit einem Holzstäbchen um. Fertig. Was für ein schöner Blauton. Dann kommt dieses kleine Ding da rein und der Deckel oben drauf. Der muss für den nächsten Schritt richtig zu sein. Denn das ganze Teil kommt jetzt in einen Topf mit Wasser. Das Wasser muss kochen, damit das Eiweiß gar wird. Natürlich ist es nicht mehr weiß, weil ich es ja eingefärbt habe. Machen wir eins auf und gucken, wie es geworden ist. Wow, schau dir das an. So blau. Und das Herz hat seine Form behalten. Jetzt kann ich das Eigelb dazu gießen. Aber auch das Eigelb muss gegart werden. Also ab zurück in den Topf damit. Das sollte reichen. Holen wir sie raus. Los geht's. Super, sie sind perfekt geworden. Ich hole sie alle raus und lege sie auf den Teller. So viele Farben und Formen. Das ist toll. Das sind definitiv Regenbogeneier, genau wie sie wollte. Wow, die sehen toll aus. Augenblick mal. Hä? Huh? Komm schon, du dummer Vogel. Hey, guck dir den Vogel an. Wir sollten Regenbogeneier machen und kein Vogel? Hä? Huh? Eier? Oh, das Memo habe ich nicht bekommen. Egal, ich habe jetzt diesen lustigen Vogel. Okay, was kommt als nächstes? Nudeln. Jeder liebt Nudeln, stimmt's? Aber natürlich möchte ich sie schön bunt. Regenbogennudeln bitte. Hä? Huh? Regenbogennudeln? Ich weiß nicht, wie man die macht. Was? Du hast keine Idee? Ich nämlich auch nicht. Wow, das kam aus dem Nichts. Mal sehen, was drunter ist. Hä? Hey, hier ist nichts. Das ist leer. Ach, mein kleiner Sonnenschein. Schau auf den Teller. Oh, der Teller natürlich. Ich wusste, dass da das Zeug drauf ist. Scheinbar haben wir Instant-Nudeln bekommen. Und die Farben. Hey, gib mir das. Okay, ich habe eine Schüssel mit Wasser. Da mache ich die rote Farbe rein. So, das war's. Das sollte genug rot sein. Und jetzt wird's Zeit für die Rahmennudeln. Ich muss noch alles umrühren, um die Nudeln aufzulockern und die Farbe unterzumischen. Schau dir das an. Die Nudeln sind ganz rot geworden. Und jetzt sind sie auf dem Teller bei den anderen Farben. Sie riechen auch gut. Findest du nicht auch? Was ist das für ein leckeres Aroma? Oh, fantastisch. Hey, iss die Nudeln nicht einfach mit den Fingern. Warte kurz, ich hole schnell Besteck. Oh, Nutella, sehr gut. Was ist das da? Warum hast du mir das Herz gebrochen? Ich wollte das nicht. Wow, sie ist ein kleiner Wirbelwind. Macht mich ganz schön fertig. Sie braucht ja ewig. Wie lange soll ich denn noch warten? Nein, iss die Nudeln nicht mit den Fingern. Bla, bla. Das war's. Die Nudeln gehören jetzt mir. Hey, stopp. Sie isst die Nudeln einfach auf. Oh nein, da kommt sie. Die nehme ich mit und bin weg. Ich habe Gabeln gefunden. Hä? Wo sind die Nudeln hin? Sie glaubt, sie kann sich vor mir verstecken, was? Ich muss nur dieser Nudel folgen. Hä? Oh, du hast mich gefunden. Unfassbar, dass du die ganzen Nudeln aufgegessen hast, während ich kurz weg war. Naja, nicht alle. Ich habe dir noch was übrig gelassen. Mal sehen. Hier ist meine Wolke. Boom. Das ist eure nächste Challenge. Regenbogenwolken. Total lecker, oder? Dann fang gleich an. Was? Regenbogenwolken? Wolken kann man doch gar nicht essen. Da muss ich ganz schön nachdenken, um auf eine Idee zu kommen. Stopp. Kein Wunder, dass ich nicht denken kann. Okay, erzähl mir deine Idee. Du wirst sie lieben. Schau mal, wir können diese kleine Wolkenlampe nutzen. Was? Auf keinen Fall. Die ist schrecklich. Okay, was ist deine Idee? Ganz einfach. Wir suchen uns eine Wolke, fangen sie und ziehen sie zu uns runter. Ich glaube, das könnte klappen. Also gut, diese Idee hat gewonnen. Ja, ich denke, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Muss nur noch den passenden Anzug anziehen. Helm ist aufgesetzt und ich bin bereit, eine Wolke zu fangen. Bis später. Tschüss. Und was mache ich jetzt? Ich muss mir was ausdenken. Ich hoffe, mein Gehirn lässt sich was einfallen, das ich machen kann. Wow, warum ist es hier so dunkel? Und leer. Ich habe Hunger. Oh, hey, da ist ja was zum Essen. Ich liebe Waffelsandwiches. Oh, das riecht so gut. Ach ja, das war nur in meinem Kopf. Aber warte mal, ich weiß, was ich mache.
Ich gieße ein bisschen Teig in jede Schüssel. Das wird lecker. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche auch noch Farbe. Darum geht's ja hier. Rot kommt in diese Schüssel und dann schön umrühren. Ich mache auch blau, gelb und lila. Schon fertig. Der Teig ist bunt und bereit für den nächsten Schritt. Ich schöpfe einfach was von dem Teig ins Waffeleisen. Aber nicht zu viel. Ich will ja eine Regenbogenwaffel machen. Da müssen also auch noch die anderen Farben rein. Fertig. Und jetzt lassen wir die Waffel backen. Tada! Meine Regenbogenwaffel ist fertig. Und jetzt noch Schlagsahne. Ich habe kleine Wolken auf meinen Regenbogen gemacht. Streusel müssen auch drauf. So viele lustige Farben auf dem Teller. Das gefällt mir. Okay, das sollte jetzt reichen. Ich bin fertig. Juhu! Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Oh, du bist schon zurück von der Wolkenjagd. Wie lief's denn? Super, schau dir meine Wolke an. Hey, wo ist sie hin? Mist. Wow, hast du die Regenbogenwaffel selbst gemacht? Gib schon her. Kaum zu glauben, dass du die ohne mich gemacht hast. Schmeckt aber gut. Warte, die ist eigentlich für... Naja, du kannst sie haben. Gute Arbeit, alle beide. Warte. Okay, mach deins auf. Habt ihr noch nie probiert? Das heißt, sie sind dreimal größer. Und jetzt die große Enthüllung. Schau, so viele tolle Farben. Grün mag ich am liebsten. Die esse ich immer zuerst. Aber die orangenen und lilanen sind auch gut. So gierig. Ich weiß. Willst du ein bisschen Taschengeld verdienen? Nope. Wirklich nicht? Ha, dein Pech. Dann öffne ich wohl mal meins. Mais? Wurde das überhaupt gewaschen? Warum hat Ellie Süßes bekommen? Das ist so unfair. Ryan, beruhig dich mal, Kumpel. Hier, nimm die. Ich bin so wütend. Er wird gleich platzen. Puh. Ellie? Ja? Wow. Was? Regenbogenpopcorn. Das ist ja das Allercoolste. Und, wie schmeckt es? Nice. Willst du teilen? Ich schätze, das habe ich verdient. Stopp! Ist das eine Fledermaus? Check das aus! Ein Werkzeug mit Süßigkeiten. Gibt's irgendetwas Besseres? Ich glaube ja nicht. Aha! Autsch! Das hat echt wehgetan! Das war voll witzig. Oh ja? Ob sie es gut findet, wenn ich ihren Arm zwicke oder ihre Haare? Ich könnte sie ganz schön dran kriegen. Sorry, ich denke nur nach. Okay, wie dem auch sei. Was in aller Welt ist das für ein Leckerbissen? Ist das was Süßes? Nenn mich ekstatisch. Lass sie poppen, Baby. So ein Spaß. Hey, schenk mir Aufmerksamkeit. Komm schon. Oh Mann. Nächstes. Oh yeah. Frag mich, wie es drin aussieht. Riecht super. Yep, genau wie ich es erwartet habe. Gib her. Entschuldige mal, du hast nicht mal zuerst gefragt. Ich bin noch nicht fertig. Wow, ich auch. Du willst was? Ich nenne das meine Geheimzutat. Lass den Spaß beginnen. Das ist süß. Alles klar? Okay, da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Das war deine bisher beste Idee. Los! Wow, wir haben den ganzen Regenbogen da reinbekommen. Sollen wir es essen? Okay. Nichts geht über einen guten, geschmolzenen Käse. Wahnsinn. Ich will nichts davon verschwenden. Ja, es ist so gut. Super frisch. Willst du die andere Hälfte? Ich muss meine eigene Portion schaffen. Und die ist auf der süßen Seite. Wo
muss irgendwo anfangen, stimmt's? Schau, Mama, keine Hände. Und komme ich dem Ende näher? Fast. Oh, hey. Das ist seltsam. Mir hat's gefallen. Du kannst gerne mehr haben, wenn du willst. Bin so bereit. Ha, zu langsam. Wow, deine ganz eigene Kaubonbon-Maschine? Lust auf eine Challenge? Lass mal sehen. Vorsichtig. Und jetzt bring's nach Hause. Tada! Ich bin gespannt, welcher Geschmack das ist. Mmh. Willst du eins? Volltreffer. Ich könnte davon hunderte essen. Wareneingang, zweifach Spaß. Hey, es ist leer. Wir sind wohl ein bisschen durchgedreht. Was mit deinem? Ich liebe Nerds. Du kannst ganz viel auf einmal essen. Und es ist eine schöne, volle Packung. Gib dir diese Farbexplosion. Oh yeah. Yeah. Warte, lass uns die hier reinfüllen. Super Idee. Das wird so noch viel mehr Spaß machen. Warte, es bewegt sich überhaupt nicht. Das ist kein Problem. Ich wusste, wir sind aus gutem Grund befreundet. Hey, Ryan! Ich kann es ohne ihn machen. Sind das echte Würmer? Was? Cool! Ich kümmere mich für dich um sie. Das ist ganz schön viel Dreck. Ich weiß auch nicht. Ich habe gehofft, du würdest das nicht sagen. Warte mal kurz. Du meinst, es ist nur was Süßes? Mmh. Warum hauen wir nicht voll rein? Ich bin dir einen Schritt voraus. Dreck! Ich meine, Schokoladenpudding, irgendjemand? Das ist eine klebrige Köstlichkeit. Mmh, exzellent. Ich mach mal weiter. Ein Basketballspiel. Yay! Achtung, fertig. Feuern. Ja, getroffen. Gut gemacht. Lass uns spielen. Das Spiel beginnt. Wir sind ziemlich gut darin. Du meinst, du bist gut darin? Fast genug, um es zu essen. Lecker. Oh ja? Eins, zwei, drei, los! Eine Blume? Okay, das ist einfach. Müssen wir das machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal. Die bringt mich auf eine Idee. Ich bin ein Genie. Ich lege meine Ketten auf das Blatt und dann male ich einfach drüber. Da muss nicht so viel Farbe sein, aber verschiedene Farben. Okay, das sollte reichen. Mit der Pinselspitze ziehe ich die Ketten über das Papier. Die ziehen die Farbe mit und so werden sie auch gemischt. Das ist meine Version einer Blume. Ziemlich gut, stimmt's? Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt kümmere ich mich wieder um mein Make-up. Das ist meine Chance. Ich muss gut aussehen. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ja, das ist toll. Genau den brauche ich. Jetzt kann ich meine Blume erschaffen. Ich tupfe etwas Farbe mit dem Make-up-Pinsel auf. Das gleiche mache ich noch mit Grün. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch ein paar Details und fertig. Die sehen schön aus. Die
Den lege ich mal lieber wieder zurück. Was machst du da? Nichts. Gut, dann stör mich nicht bei meinem Make-up. Ich sehe so glamourös aus. Oh, die Zeit ist um. Was sagst du? Beeindruckend, nicht wahr? Meins ist etwas subtiler. Exzellente Arbeit. Sehr interessant, Sarah. Ich wusste, dass es gut ankommt. Das gibt's nicht. Was ist so lustig? Du hast Farbe überall im Gesicht. Meine wunderschöne Haut. Nein, das ist ein Kunstwerk, Sarah. Zeig es der Welt. Beide Arbeiten sind exzellent. Das habt ihr beide gut gemacht. Eure nächste Aufgabe ist, ein Einhorn zu zeichnen. Ja, ich liebe Einhörner. Das sieht aus wie ein Pferd, oder? Ich bin furchtbar im Zeichnen von Tieren. Was? Schau dir das an. So viele Scheine. Die gehören dir, wenn du mir ein Einhorn malst. Sarah, ich bin enttäuscht. Nein, das zeichnest du selbst. Dann eben nicht. Ich werde in dieser Runde versagen. Das scheint mir ein bisschen zu dramatisch. Aber es gibt einen Hack dafür. Ich lege meine Hand flach auf das Blatt und zeichne drumherum. Und jetzt fülle ich sie aus. Es ist so einfach, ein Einhorn zu zeichnen. Jetzt male ich es aus. Pink ist die perfekte Farbe für ein Einhorn. Oh, das ist so süß. Ich male auch das Horn aus. Das geht so schnell. Es ist fertig. Oh, schau mal. Warum bist du so glücklich? Das bringt mich auf eine Idee. Ich kopiere einfach Molly. Aber ich mache ein reiches Einhorn. Das wird das perfekte Horn. Kunst kostet eben Geld. Was sagst du dazu? Im Ernst? Das ist genau wie meins. Nein, meins kostet mehr. Juhu, Frau Lehrerin. Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Sehr gut, alle beide. Ich bin eine Künstlerin. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ups. Lalala. Woohoo. Oh, ups. Entschuldigt, Klasse. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Stern. Fangt an. Was ist das? Malerutensilien? Ach, das kann Molly haben. Was ist das denn? Wow, heute ist mein Glückstag. Ich lege die Schablone auf mein Blatt. Und hier ist der Pinsel mit verschiedenen Farben. Ich male einfach über die Schablone und bekomme einen coolen Effekt. Jetzt entferne ich die Schablone vorsichtig. Wow, sieht aus wie ein Regenbogen. Das gefällt mir. Das ist das Beste, was du machen kannst? Ich muss mal kurz telefonieren. Hallo, ich brauche hier Hilfe. Was ist hier los? Einen Stern malen? Einfach. Das ist kein Problem für einen Profi wie mich. Schaut her und lernt. Etwas mehr Herausforderung wäre schöner, aber was soll's. Und ich bin fertig. Man darf applaudieren. Ich weiß, ich bin talentiert. Oh, ihr seid schon fertig? Oh, meine Güte, du bist ein wahres Kunstwerk. Du bist meine Muse. Oh, du. Ich möchte dich jeden Tag malen. Soll ich gehen? Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. Das ist für dich. Du bist so romantisch. Ich fühle mich so inspiriert, wenn ich bei dir bin. Lass uns gehen. Hey, komm zurück. Mein Bild. Oh. Jetzt haben wir ein Herz. Ihr braucht dafür noch ein paar Utensilien. Los, Mädels. Wow, das sind ja eine Menge Stifte. Mehr bekomme ich nicht? Ernsthaft? Ha, viel Glück. Oh, ich habe schon eine Idee. Das wird fantastisch aussehen. Ich werde ein Riesenherz malen. So weit, so gut. Und jetzt male ich da einfach ein kleines Herz rein. Das ist perfekt. Das ist furchtbar. Hey, schau dir mein Bild an. Das ist nett. Ich schätze, ich male irgendwas. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich male mit Filzstift und Bleistift gleichzeitig. Und jetzt zum spaßigen Teil. Ich ziehe Linien ab der Mitte des Herzens durch. Die sollten reichen. Und jetzt zur Schattierung. An einigen Stellen wird die Schattierung etwas kräftiger. Das läuft ganz nach Plan.
Jetzt schneide ich den Bereich überm Herz ab. Frau Lehrerin, ich bin fertig. Entschuldigung, okay. Dann zeigt mir eure Kunstwerke. Oh, sehr clever, Molly. Das gefällt mir. Sarah? Wo ist dein Herz? Es ist da drüben. Oh, das ist wie Street Art. Unterschiedliche Ansätze, aber beide exzellent. Ich liebe sie. Oh, danke. Oh, ihr wartet auf mich? Dann drehen wir das Rad. Das wird viel Spaß machen. Okay, einen Regenbogen. Der braucht eine Menge Farbe. Das sollte einfach werden. Ich muss ja nur eine Kurve malen. Okay, das ist doch schwieriger, als ich dachte. Oh, das läuft nicht gut. Warte, vielleicht kann mir das helfen. Ich denke, ich hab's. Ich falte einen Streifen Papier, genauso. Jetzt male ich ein süßes Gesicht drauf. Jetzt zu den Augen. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich fühle mich total kreativ. Hey, pass auf! Ups. Aber das verbessert dein Bild wahrscheinlich. Okay, jetzt zu den Farben. Die Augen male ich aber noch nicht aus. Das Pink ist so leuchtend. Ich sollte mir Nagellack in diesem Farbton besorgen. Das Halsband wird gelb. Und die Augen werden grün. Was für eine lustige Katze. Und sie hat ein Regenbogenlächeln. Das zeige ich Molly. Das ist so lustig. Ich wisch mal lieber die Farbe weg, die Sarah verschüttet hat. Das macht es ja nur noch schlimmer. Warte mal. Das kann ich nutzen. So eine coole Idee. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und mit dem Schwamm tupfe ich jetzt die Wolken auf. Jetzt lasse ich Orange darunter laufen. Das gleiche mache ich auch mit anderen Farben. So, alles fertig. Hey, achte auf dein Gesicht. Frau Lehrerin, hier, schau mal. Oh, zeig mal her, Molly. Das ist so einzigartig und bunt. Es ist wunderschön. Wow, so verspielt, Sarah. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt euch die Auszeichnung verdient. Das haben wir toll gemacht, Sarah. Na toll, das Kind ist auch hier. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ja, von mir aus. Willkommen zur Pfannkuchen-Challenge. Und als erstes kommt dieser süße Kerl auf den Tisch. Und denkt daran, es muss ein Pfannkuchen sein. Ach, na, das wird ja einfach. Okay, dann fangen wir mal an. Ich bin ein tüchtiger Mann. Schau her. Ich fange mit dem Umriss an. Dann das Gesicht, als ob man eine Katze zeichnet. Ich nehme Rot für die Wangen. Und für den Mund. Den Rest fülle ich mit Gelb auf. Ich dachte, das soll eine Challenge sein. Wenigstens ist es ein schöner Zeitvertreib. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Dann warte ich, bis die Mischung fest ist. Das müsste ausreichen. Oh, schau ihn dir an, ein Kunstwerk. Ich denke, der wird gut ankommen. Ich bin hier fertig. Staunt über meine Schöpfung. Aber bitte, haltet den Applaus zurück. Tja, ich bin eben talentiert. Reich, gut aussehend und begabt. Warum bin ich dann noch Single? Oh, ich muss was holen. Eine Sache fehlt nämlich noch. Und zwar goldener Puder. Das ist frisches Gold. Ist von heute Morgen. Jetzt bekommt er das gewisse Extra. Was muss ich da sehen? Gold hat doch nichts mit Geschmack zu tun. So esse ich jeden Morgen meine Eier. Das macht sie super knusprig. Voila! Das ist ein edler Pfannkuchen. Ich muss diesen Typen schlagen. Aber wie? Na klar, ich weiß. Das ist meine Chance zu glänzen. Los geht's. Ich brauche zuerst die schwarze Mischung. Mit der zeichne ich einen Kreis. Da kommt ein kleiner Kreis rein. Die obere Hälfte wird rot. Der innere Kreis wird weiß. Und die untere Hälfte auch. Wow, das brät ganz schön schnell. Mein ganz persönlicher Pokéball. Den könnte ich sofort essen. Geht aber nicht. Jetzt kommt der coole Teil. Da passiert was. Ja, genau wie geplant. Hä? Wo ist der hin? Das ist nicht richtig. Was hast du gemacht? Die Zeit ist um. Her mit dem Pfannkuchen. Ich habe noch nicht gefrühstückt und freue mich drauf.
Ich fange mit dem an. Ein gelungener Farbeinsatz. Jetzt zum Geschmackstest. Leicht und fluffig. Sehr gut. Hier liegt kein Pfannkuchen drauf. Das ist ein Scherz, oder? Na, dann nasche ich eben am Gold. Das habe ich noch nie probiert. Also los. Igitt, das ist ja eklig. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist leicht. Du hast gewonnen. Juhu, ich bin der Größte. Das ist ungerecht. Wie kann er mich besiegen? Schau's dir ruhig an. Kannst du dir sowieso nie leisten. Will ich auch gar nicht. Bereit für die nächste Runde? Das ist eure Inspiration. Was für ein großer Klunker. Endlich etwas, das mich interessiert. Wow, der sieht so magisch aus. Ich will den. Der passt gut zu meinem großen Diamanten. Willst du mal was Cooles sehen? Ist er nicht spektakulär? Ich bin verliebt. Er ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Abgesehen von mir natürlich. Komm mal wieder runter. Geht's auch ohne prahlerischen Schein? Mir tun schon die Augen weh. Ich muss meine Sonnenbrille aufsetzen. Schon besser. Ich sehe cool aus. Ich sehe zwar nichts, aber ich weiß, dass du neidisch bist. Kann jemand helfen? Hoffe, das ist die Pfannkuchenmischung. Ich zeichne zuerst ein Dreieck. Und dann mache ich daraus einen Diamanten. Ich male den mit verschiedenen Farben aus, wegen der unterschiedlichen Lichtreflexion. Okay, jetzt wird umgedreht. Ich glaube, der ist gut geworden. Und kann jetzt von der heißen Platte runter. Wie sieht er aus? Bitte sei gut. Ich bin fertig. Psst, du ruinierst meinen Moment. Hä? Sorry, jetzt muss ich anfangen. Mir tut das mehr weh als dir. Du bleibst in meiner Erinnerung. Gut, dass ich trainiere. Diese Hände können alles zermalmen. Und jetzt lasse ich es regnen. Schau dir diese Farben an. Sie sind so hübsch, nicht wahr? Warum mit einem Diamanten zufrieden geben, wenn man mehr haben kann? Ein Essen nach meinem Geschmack. Verpetz mich aber nicht beim Zahnarzt. Nur ein kleiner Scherz. Eine Art Volkshumor. Also, wer gewinnt diese Runde? Ich muss es sehen. Bring mir das Essen. Ich liebe diesen Teil. Die sehen köstlich aus. Ich fange mit dem an. Das ist ein leckerer Diamant. Ein Kompliment an den Koch. Wunderbar. Bravo, Jared. Und was haben wir hier? Ist das etwa ein echter Diamant? Ich probiere den mal. Aua, meine Zähne! Was hast du dir dabei gedacht? Mein schönes Lächeln ist hinüber. Was habe ich dir getan, um das zu verdienen? Jared gewinnt diese Runde. Außer Konkurrenz. Nein, das muss ein Irrtum sein. Oh yeah, whoop whoop. Ich kann das nicht glauben, das wird mich mein Leben lang verfolgen. Ich bin motiviert und bereit. Du gehst unter. Jetzt wird's spannend. Es geht los, tada. Worauf wartet ihr noch? Wow, ich liebe diese Typen. Ich habe so viele Ideen. Hä, was willst du? Schau dir das mal an. Ich habe eine kleine Überraschung. Ich weiß, er ist fantastisch. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Hey, guck dir mal den Loser an. Was hast du gesagt? Worte tun auch weh, weißt du das? Und was habe ich hier? Oh, was ist das? Oh, ziemlich enttäuschend. Was für eine grausame, grausame Welt. Aber ich gebe nicht auf. Er ist was? Oh, sowas sagt man doch nicht. Aber ich stimme dir zu, das ist er. Okay, machen wir einen Pfannkuchen. Ich fange mit einem Rechteck an. Dann noch Beine dazu. Und jetzt kommt das Gesicht. Noch ein paar verrückte Arme. Und dann ausmalen. Ich gehe mit diesem Grün die Ränder entlang. So bekommt ihr etwas Tiefe. Ja, das ist mir sehr ernst. Dann nehme ich ein helles Grün und fülle damit die leeren Stellen aus. Er kann gewendet werden. Ich denke, wir werden alle überrascht sein. Wow, ich sollte Künstler werden. Das ist meine beste Arbeit. Es wäre eine Schande, den zu essen. Wow, der ist echt gut geworden. Hey Richter, hier gibt's keine Konkurrenz. Ach ja, ich muss mich anstrengen. Ich kann das. Ich mach das blaue Monster. Ich fange mit dem Umriss an. Und male das dann blau aus. Die Idee mit dem Schatten finde ich gut. Das mache ich auch. Ich muss schnell sein. Es fehlt noch die goldene Krone. Wow, der gefällt mir. Ich bin ein Zauberer mit Pfannkuchenmischung. Er ist fertig. Ich bin echt zufrieden. Das ist meine Lieblingsfigur. Diese Challenge hat mir Spaß gemacht. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mua, ich bin fertig. Komm schon, Bro. Ich muss gewinnen.
Hervorragende Handwerkskunst. Übergebt sie mir. Welche zuerst? Sieht lustig aus. Hoffe, der schmeckt so gut, wie er aussieht. Oh, ich bin im Pfannkuchenhimmel. Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Und was haben wir hier? Wenigstens ist es diesmal ein Pfannkuchen. Soweit so gut. Gefällt mir. Ich habe mich schon entschieden. Du gewinnst. Du gewinnst. Alle gewinnen. Ich? Er? Eine Unverschämtheit. Schon klar. Wow, wir sehen super profimäßig aus. Wofür sind die hier? Schau mal. Wir müssen nur das Rad drehen. Die erste Farbe ist rot. Wir sollen unsere Augen geschlossen halten? Das geht doch nicht. Aber wir müssen es wohl versuchen. 1, 2, 3, los! Wow! Kein Zurück mehr. Ich glaube, so sieht sie aus. Bin ich noch in den Linien? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich fange immer mit dem Gesicht an. Dann male ich drumherum. Ich hoffe, ich habe blau erwischt. Wow, sie gibt sich echt Mühe. Was sie nicht sieht, wird sie nicht stören. Als ob ich das mit geschlossenen Augen machen könnte. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich finde, das läuft bei mir. Wie sieht's bei Annie aus? Sie hat ihre Augen offen? Du verstößt gegen die Spielregeln. Warte, genau wie du. Das ist ein berechtigter Einwand, schätze ich. Okay, jetzt machen wir es richtig. Los! Ich weiß echt nicht, was ich tue. Aber ich habe das Bild in meinem Kopf. Und es sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Fertig? Wow! Zeit zum Wenden. Cool! Schau mal! Wow! Was soll's? Das sieht echt aus wie... Naja, du weißt schon. Sollen wir... Müssen wir? Wie schlecht kann der schon schmecken? Riecht schon gut. Der Geschmack? Nicht besonders. Geht's dir gut? Ekelhaft. Ist deiner wenigstens besser? Finden wir es heraus. Oh Mann. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Willst du was? Na, okay. Danke. Mal sehen. Das ist köstlich. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Was kommt jetzt? Oh, das ist so niedlich. Oh. Schau dir mal das Kunstzubehör an. Das ist so cool. Guck. Ich hab das Gleiche. Warte, wir müssen erst drehen. Und? Es ist blau. Das bedeutet, keine Hände? Wie soll das denn gehen? Wir müssen es versuchen. Pinsel bereit? Keine Hände. Ich habe eine Idee. Ich nehme alle Farben. Immerhin ist es ein Einhorn. Der Zauber kann beginnen. Am Anfang sieht's vielleicht komisch aus. Aber man muss nur dem Fluss folgen. Mein Kiefer wird langsam müde. Keine Hände, kein Problem. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Die Farben sehen wie Schlamm aus. Was ist mit deinem? Ich versuche etwas anderes. Dieses Ding ist schwer zu kontrollieren. Puh, okay, mach weiter. Wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn man so trainieren kann? Das läuft ziemlich gut. Schau dir mal diese Linien an. Ich hab's geschafft. Und das Ergebnis? Wahrlich fabelhaft, siehst du? Es ist wunderschön. Regenbogengeil. Das stellt mein Einhorn in den Schatten. Diese Runde habe ich definitiv gewonnen. Hey Annie, schau mal. Wow! Der ist ja süß mit seinen kleinen Scheren. Wie arbeiten wir jetzt? Das kapiere ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Und jetzt? Hä? Die Zeit läuft runter? Dann müssen wir uns ranhalten. Krabben sind rot, oder? Ich habe eine gute Idee. Das wird fantastisch. Ich habe noch nie eine Krabbe gemalt. Die Zeit ist fast abgelaufen. Warum ist Annie schon so weit? Ich habe noch nicht mal eine Farbe ausgewählt. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss nur geschmeidig vorgehen. Ha! Erwischt! Bist du verrückt? Kleiner Unfall. Das lief ja super. Nein, nein, nein! Ich mach das nur noch schlimmer. Das tut mir aber leid. Nicht mein Problem. Das wirst du mir büßen. Warte mal. Ich kann das zu meinem Vorteil nutzen. Tada! Kein Grund, missmutig zu werden. Die Lösung kann so einfach sein. Finger sind perfekt zum Malen. Oh nein, die Zeit ist fast um. Von mir aus gerne. Bereit für die große Enthüllung? Warte, warum sieht deins so gut aus? Das hast du alles so schnell gemacht? Es waren nur meine Finger im Spiel, verstehst du? Hey! Sorry, okay? Nichts für ungut. Ich wünschte, ich hätte eine Muschel. Schere, Stein, Papier. Schau mal! Es ist ein Poppet. Und der Haken? Keine Ahnung, was dieses Symbol bedeutet. Aber ich glaube, wir tauschen die Bilder. Und unser Zubehör? Warte, da kommt es. Ziemlich cool, oder? Ja, denke schon. Aber mir fehlt mein Nudelholz. Das ist nicht besonders fair. Läuft die Zeit schon wieder ab? Dann legen wir mal los, okay? Ich fange an, das zu bemalen. Das mit den Punkten dauert eine Weile. So ein Mist. Aber wenigstens habe ich das hier. Für mich sehen sie aus wie Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Cool. Wie läuft's bei dir? Schau dir das mal an. Jetzt muss ich nur... Zeit zum Tauschen. Wir machen mit dem weiter, was die andere hat. Ava, gib her. Du hast gar nichts gemalt. Also... Na klar, Nasen können auch malen, oder? Die ist wie ein Stempel. Und die Punkte sind perfekt. Wow, das klappt ja prima. Wer hätte gedacht, dass Nasen so vielseitig sind? Sieht das nicht toll aus? Oh, das sieht interessant aus. Nicht so wie meins. Ich kann einfach nicht gewinnen. Hey, unsere nächste Muse. Die sind wirklich schön. Fangen wir an. Aber wir haben das Rad noch nicht gedreht. Grün. Das bedeutet... Was? Wir malen mit unserer nicht dominanten Hand. Also, das kann ich gut. Mach dich bereit für den linken Zauber. Okay, sei sanft. Das tut kein bisschen weh. Sie sehen aus wie echte Blütenblätter. Es kommt auf den Winkel des Pinsels an, auch wenn du die andere Hand benutzt. Also? Ich liebe es. Sieht aus wie ein wunderschönes Tattoo. Aber irgendwas passiert hier. Oh, wow. Meine Lieblingsblumen. Wow. Jetzt bin ich dran. Ich bin bereit dafür. Das mit der linken Hand ist etwas knifflig. Okay. Ich glaube, ich habe ihn jetzt. Oder auch nicht. So. Wow, Annie! Ups!
Da ist mir die Hand ausgerutscht. Das tut mir echt leid. Nimmst du meine Entschuldigung an? Danke, Freundin. Wenigstens passe ich. Ich zuerst. Bunte Skittles, natürlich. Ich esse gern die lilafarbenen. Das ist wie eine Fruchtexplosion in meinem Mund. Mann, die könnte ich alle sofort aufessen. Oh ja? Okay, ich hab mein eigenes Gericht. Ich hatte aber keinen Maiskolben erwartet. Mann, das ist weit entfernt von Süßigkeiten. Au! Mann, das Ding ist nicht mal gekocht. Warum passieren mir immer so schlimme Dinge? Joey? Da ist irgendwas auf deinem Teller los. Sieht aus, als wenn die Farben tanzen. Ist das echt? Ich habe eine Idee. Es wird Zeit, diese Maiskolben zuzubereiten. Und schütteln. Wie wär's mit ein bisschen Farbe? Und es riecht auch gut. Ein Genuss für die Augen und den Mund. Warum probierst du nicht mal? Wow, die sind echt gut. Was dagegen, wenn ich anfange? Mensch, das Ding sieht cool aus. Es ist Geschichte, der bunter Spaß. Meinst du, das schmeckt doch gut? Traue ich mich, das zu versuchen? Ich sag nie nein zu einer Mutprobe. Ich will runter zum Lila. Ich will von jeder Farbe was abbekommen. Das ist wie ein Regenbogen auf einem Löffel. Oh, ein richtig leckerer Regenbogen auf einem Löffel. Das ist echt gut. Das macht mich ganz kribbelig. Und für mich? Sind das Murmeln oder sowas? Mal sehen, welche... Bingo. Wir fangen mit Gelb an, Leute. Mal sehen, wie das schmeckt. Hey, geht's dir gut da drüben? Boah, das Gerät außer Kontrolle. Die ist fast größer als dein Kopf. Boah, das war geil. Ja, das war etwas auf jeden Fall. Hat jemand ein paar Servietten? Ich nehme mir noch einen. Diesmal pink. Der schmeckt sogar noch besser. Joey, du solltest das Ding vielleicht bald platzen lassen, bevor es außer Kontrolle gerät. Bin ich in Gefahr? Bereit? Ich bin der Blasenmeister. Was denkst du, wie groß die alle zusammen werden können? Okay, ich muss mich konzentrieren. Boah, der Kiefer wird müde. Oh Mann, die wird immer größer. Oh, die fliegt gleich in die Luft. Oder ist das... Ich werde das mal testen. Wo willst du denn hin? Wow, hier ist es wie in einem anderen Universum. Boah, hier oben wird's windig. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Wuhu! Ich bin Cowboy der Regenbogenwelt. Hopp, Pferdchen. Ja, ich hatte so Lust drauf. Guter Fang, Joey. Jetzt habe ich noch mehr Energie. Wow, das Zeug ist echt verrückt. Was denn das? Mehr süße Leckereien kommen zu mir. Mann, ich will diesen Ort nie wieder verlassen. Hey, pass auf das Ding auf. Ich werde schon wieder hungrig. Dieses Kuchen auf Abrufding ist ziemlich genial. Nein! Wo kommt denn dieses bunte Zeug her? Joey? Was denn alles in der Welt ist mit dir passiert? Ich bin noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Sag mir einfach, ich werde nie wieder Kaugummi kauen. Du bist dran, Joey. Womit sind denn diese Schwäne gefüllt? Soll ich die etwa essen? Vielleicht, wenn ich blase. Ups. Ja, gut gemacht, Kumpel. Ich versuche das mal anders.
Ich muss an Strohhalmen saugen, richtig? Ja, das klappt. Cool. Ich bin dran. Regenbogennudeln? Oh, sind die schön. Aber muss ich wirklich Stäbchen benutzen? Ich habe das nie richtig gelernt. Das kann nicht richtig sein. Vielleicht halte ich sie einfach im falschen Winkel. Na, ich kann auch beide Hände benutzen, oder? Boah, das ist eine Menge Arbeit. Noch ein paar Stiche hier und voilà. Man muss ein gutes Do-it-yourself-Projekt einfach finden. Und der passt wie angegossen. Und jetzt Accessoires. Tada! Boah, gefällt dir was? Was machst du denn jetzt? Ja, ein paar Stunden natürlich. Ach, kuschelig. Und zu guter Letzt. Wow. Ein umwerfender blauer Schal. Die Party geht weiter, Hannah. Farben, die mich begeistern. Bist du bereit dafür? Schau dir all die bunten Schichten an. Ist das eine Vanilleglasur? Ja, ich weiß nicht so recht. Ja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich will ein richtig großes Stück. Genau so. Oh, schau dir dieses bunte Monster an. Vorsichtig, Joe. Ja, definitiv Vanilleglasur. Boah, es sieht ziemlich gut aus. Vielleicht habe ich auch was Leckeres. Ein Dollar? Was soll ich denn damit machen? Hier gibt's nichts zu kaufen. Wow! Yes! Das möchte ich gern probieren. Na klar doch. Warte. Das da. Nee, das lilafarbene. Ach, eigentlich. Warum bedienst du dich nicht selbst? Dann ist es Blaubeere. Das sieht so lecker aus. Aber warum mit Blau aufhören? Das Erdbeereis sieht auch toll aus. Und es passt perfekt zur Blaubeere. Okay. Dreifach-Eistüte. Und da ist noch Platz nach oben. Diese Geschmacksrichtung habe ich ja noch nie gesehen. Das ist mein Eismeisterwerk. Schönen Tag noch. Mann, wo kommt nur dieser Stein her? Und wo ist meine Eistüte? Alles schaufeln für nix. Och, Mann. Ja, also da ist mein Eis geblieben. Tut mir leid, Joey. Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Hä? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen?
Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada, mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins. Das werden ja immer mehr. Ha! Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände, das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne. Ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden.
Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich her quakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. Soweit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich habe wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Kommen da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche! Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich kann bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Mal sehen. Wow, check das mal aus. Ich habe auch eins. Nur, dass meins natürlich Regenbogenfarben hat. Hey, ich glaube, meins kann man essen. Essen? Wirklich? Das ist ja mega cool. Hat der Kat versucht, mir sein Herz zu geben? Nein, ich wette nicht. Ich sollte aufhören, mir darüber Gedanken zu machen und lieber meins probieren. Sieht köstlich aus. Moment, ist das nur stinknormaler Gummi? Oh, das lässt sich nicht mal dehnen. Schätze, es ist doch nichts zum Essen. Ach, sehr schade. Aber immerhin kann ich noch damit spielen. Ich weiß nicht, irgendwie macht das gar nicht so viel Spaß wie sonst. Oh, sie sieht so traurig aus. Da muss ich doch was machen. Psst, hey, schau mal. Willst du was von meinem Herz abhaben? Wow, ja voll gern. Vielen Dank. Wow, es bricht so leicht ab. Oh Gott. Oh, schaut sie euch an. Sie sieht so glücklich aus. Macht mich glücklich, das mit ihr zu teilen und dass sie das größere Stück bekommen hat. Es ist so gut. Ich will noch einen Bissen. Wow, warte mal kurz. Du musst dir deinen neuen Look im Spiegel anschauen. Neuer Look? Was meinst du? Oh mein Gott. Jetzt bist du auch schwarz-weiß, genau wie ich. Perfektes Match. Denkst du wirklich? Ich finde, wir geben ein gutes Paar ab. Okay, hab das Gefühl, dass ich wieder Glück habe. Warte kurz. Wir machen es zusammen auf. 3, 2... Eieiei, 1! Ja, eins meiner Lieblingsspeisen. Milch und Kekse. Lecker. Sieht so knusprig aus. Hey, ich fass es nicht, dass du mich so verrätst. Oh. Ich wollte mit dir zusammen aufmachen. Whatever. Oh cool, ich habe auch Nachtisch mit Getränk. Makronen und Saft. Das ist so schön bunt. Puh, wer will schon Regenbogengebäck? Schokokekse und Milch sind viel nicer. Schokokekse und Milch. Oh hey, du verletzt meine Gefühle. Ich bin ja so wütend. Meine Kekse wurden beleidigt. Ich raste aus. Ich verrate dir ein Geheimnis. Deine Kekse sehen schrecklich aus. Oh, jetzt zeige ich dir. Was hältst du von diesem Move? Kann ich auch. Dann probier doch mal das hier. Du meinst diesen Move, den du so cool findest? Pippi einfach. Na gut, na schön. Dann kommt jetzt mein Super-Move. Nimm das. Ernsthaft? Das ist dein Super-Move? Naja, egal. Ich verschwende nicht noch mehr Moves bei dir. Moment mal, der Keks. Natürlich. So werde ich sie schlagen. Hey, juhu. Hier drüben.
Toll, meine Makrone kannst kaum erwarten. Na gut, die ganze Creme auf einer Seite. Voila, perfekt geteilter Keks. Das soll dein super toller Move sein? Kann ich schon lange. Oh nein, meine Makrone ist voll zerquetscht. Deine Makrone war wohl doch zu fein für meinen ultimativen Move. Nein, ich kann das auf jeden Fall. Pass auf. Warte, ich habe noch mehr übrig. Nein, die gehen immer einfach kaputt. Tja, das hast du davon. Hab ich dir doch gesagt, du kannst das nicht. Und jetzt meine Belohnung. Ab mit euch ins Milchbad. Mh, so gut. Das sind immer noch meine Liebsten. Ja, eine sehr gute Kombi. Kekse mit Milch. Naja, bestimmt schmecken meine immer noch gut. Dann probiere ich's halt einfach. Aber die fallen einfach auseinander. Das ist unfair. Ja, die nächste Challenge. Warum machst du nicht zuerst auf? Mach doch du dieses Mal zuerst. Warte, ich? Wirklich? Oh mein Gott. Ja, ich will so gern. Oh mein Gott, siehst du das? Ein ganzer Kuchen. Und der ist mit Keksstücken und ganzen Donuts verziert. Ist doch nicht zu glauben. Weißt du was? Ich will da jetzt sowas von reinhauen. Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ja, das sieht wirklich gut aus, sogar von hier drüben. Ich kann nicht aufhören. Wow, du hast ja das ganze Ding auf einmal verschlungen. Aber ich kümmere mich jetzt um meins. Wow, ich habe auch eine Torte. Mit Donuts und Süßigkeiten obendrauf. Sind das Marshmallows? Ja, tatsächlich. Praktisch ein ganzes Sammelsurium an süßen Leckereien. Ich wette, es schmeckt genauso gut wie seins. Die wird ewig brauchen mit dem Löffel. Ich helfe ihr mal besser. Ich klaue mir einfach ein Stück aus der Mitte. Sie schaut gerade nicht hin. Oh ja, wow, das sieht wirklich lecker aus. Sie kriegt das gar nicht mit. Schnell runter damit. Ah, gleich noch ein Stück. Hä? Was ist das? Da fehlt ja ein riesiges Stück. Und ich weiß auch schon, wer das war. Hey, du hast von meinem Kuchen genascht. Was? Ich? Von deinem Kuchen? Nein. Naja, ist mir egal. Ich probiere jetzt was von der Verzierung. Ich liebe Marshmallows. So süß. Das sieht wirklich gut aus. Ich nehme mir einfach noch ein bisschen. Komm schon. Ja, und schnell ab in den Mund. Hä? Was ist hier los? Hey! Ich kann's nicht fassen. Du hast über die Hälfte meines Kuchens gegessen. Hä? Was? Ich? Natürlich war ich das nicht. Ich würde so etwas niemals tun. Ich schwöre. Du schwörst? Tja, deine Zähne erzählen was ganz anderes. Hä? Was meinst du? Hier, schau dich an, Kuchendieb. Haha, siehst du? Hab ich dir ja gesagt. Was denkst du? Du oder ich zuerst? Wie wäre es mit Schere, Stein, Papier? Klar, warum nicht? Schere, Stein, Papier. Bäm, hab nur zwei Versuche gebraucht. Dann lass mal sehen, was ich hab. Ha, du hast gar nichts. Das ist mal was. Ha, Eigentor, dein Teller ist genauso leer wie meiner. Aber da muss es doch einen Trick geben. Ich guck mal drunter. Mist, auch nichts. Verstehe nur nicht, warum wir nichts bekommen haben. Wow, hast du das gesehen? Dieser Burger kam aus dem Nichts. Perfektes Timing. Krieg langsam Hunger. Und dein Burger klingt toll nach dem ganzen Süßen. Ja, ist ziemlich gut. Oh Mann, na toll. Ich will auch einen Burger. Oh mein Gott, siehst du das? Bei mir hat es auch funktioniert. Mein Burger ist so hübsch. Das Brötchen ist so schön rot. Mal sehen, ob es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Ein Burger ist immer gut. Hey, denkst du auch, was ich denke? Hä? Oh yeah, kapiert. Komm schon, Zaubertisch. Gib uns noch mehr zu essen. Komm schon. Oh, warum funktioniert das diesmal nicht? Vielleicht war es nur eine einmalige Sache und das war's. Naja, wir haben getan, was wir konnten. Oh mein Gott, was passiert hier? Ein Erdbeben? Schau, viel mehr Burger, als wir uns hätten vorstellen können. Fangen Sie. Das ist das Coolste. Wie viele kannst du fangen? Da ist einer. Hab ihn. Ich glaube, ich bin echt gut in dem Spiel. Einer für mich und noch einer für mich. Der beste Ring, den ich je gekostet habe. Hier, nimm das. Hey, das ist Cheaten. Hier kommt der Letzte. Hab ihn. Die waren alle so gut. Ich bin voll. Bei mir hört es gar nicht mehr auf. Vielleicht kann ich machen, dass es aufhört.
Nein, stopp, habe ich gesagt. Hilfe! Hey, hört auf mit dem Burgerregen. Er wird noch lebendig begraben. Oh mein Gott, er ist weg. Keine Sorge, ich hab's rausgeschafft. Aber ich will erst mal eine ganze Weile keine Burger mehr sehen. Bereit? Dann öffnen wir gemeinsam. Oh, das sind irgendwie kleine Löffel. Guck mal, ich habe weiße und schwarze Eiskugeln. Ich hau direkt rein. Hey, warte, ich habe gar keinen Löffel. Wenn da nicht jemand wäre, der dir helfen könnte. Na klar, sie hat Löffel. Und zwar ganz viele. Sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir einen ausleihe. Nein, nicht so schnell, mein Herr. Diese Löffel gehören alle mir und nur mir allein. Okay, na schön. Also hör zu, ich gebe dir was von meinem Eis für einen deiner Löffel. Okay, da bin ich dabei. Hier bitte. Und hier dein Eis, wie ausgemacht. Und nichts da. Ich nehme das wieder an mich. Was machst du da? Sorry, not sorry. Ich mag Eis einfach zu sehr. Du bist so gemein. Ha, gewonnen. Du bist so eine Heususe, ey. Hey, guck mal lieber, was mit deinem Löffel passiert. Weil der gerade in deinen Händen schmilzt. Hä? Es hat sich in Sorbet verwandelt. Oh, aber ich wollte schwarze und weiße Eiskugeln. Und schau, wie klebrig jetzt meine Hand ist. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch jetzt viel besser. Ist mir egal. Jetzt habe ich beide Desserts. Die Löffel waren die ganze Zeit essbar. Und ich brauche keinen Löffel, um Eis zu essen. So gut. Wird Zeit, das Kampfrad der Einhornküche zu drehen. An die Arbeit. Alles klar, das wird episch. Natürlich fange ich mit der Limoflasche an, aber zuerst aufmachen. Au! Was soll das denn? Hast du was gesagt? Hey! Wow. Upsi, das geht voll auf meine Kappe. Erstmal die Flaschen ausgießen. Jetzt kommt Gelatine dazu. Wie sonst macht man Gummi? Ich habe das in der Mikrowelle erwärmt und jetzt kommen die Gummibärchen rein. Und noch ein paar Schokotrops und dann ab ins Gefrierfach damit. Schau dir mein Gummibärchen-Meisterwerk an. Das ist fantastisch geworden. Matthew, wie konntest du mir das nur antun? Oh, beruhig dich, Tina. Ja. Was? Jetzt habe ich gar keine Zeit, um noch was zu machen. Warte mal, mit diesen Gummibärchen kann ich doch was anfangen. Komm schon, Luftpumpe. Ich brauche dich, um zu gewinnen. Yes. Das hat geklappt, genau wie ich gehofft habe. Ich bin fertig. Mal sehen, was wir hier haben. Ich kann mich nicht entscheiden. Für beide ein Punkt. Ja. Wow, yes. Wir sind die Besten. Ich kann es kaum erwarten, da reinzubeißen. Der sieht so gut aus. Dann beiße ich jetzt auch rein. Oh, stimmt. Ich habe ihn mit Luft gefüllt. Das ist hart. Hier, willst du abbeißen? Nein, danke. Will er den ganzen Tag mit diesem Pferd flirten oder was? Mir reicht's. Ich nehme das selbst in die Hand. Hä? Was war das? Habt ihr es nicht mitbekommen? Milch ist jetzt an der Reihe. Oh, Milch, natürlich. Sie war die ganze Zeit vor unserer Nase. Was zum Kuckuck kann ich mit Milch machen? Okay, ich glaube, ich habe die Formel für die richtige Menge gefunden. Hier ist mein Reagenz, mein Milch und mein Glas. So ein Wirrkopf. Ah, das war ein guter Milchmartini. Hey, das Martini-Glas, das bringt mich auf eine geniale Idee. Okay, ich tauche den Rand einfach in die geschmolzene weiße Schokolade und dann direkt in die Streusel. Schau mal, wie schön die kleben bleiben. Das sollte reichen. Und jetzt hinstellen. Als nächstes gieße ich die Milch ein. Und jetzt schauen wir zu. Yes, genau wie ich gehofft, ich meine geplant habe. Das ist der schönste Regenbogenmilchdrink. Perfekt für den Einhornwettkampf. Ah, hä? So viel Milch muss ich laut Formel in mein Malzglas gießen. Als nächstes mein Reagenz. Das war's. Die Zeit ist um, meine Einhorn-Kontrahenten. Och, Manno, ich bin nicht fertig geworden. Also das habe ich gemacht, Mr. Einhorn. Okay, mal sehen, was ihr da habt. Wer gewonnen hat, ist ganz klar Tina mit ihrer Regenbogenmilch. Ich habe gewonnen. Das heißt, ich liege in Führung. Der sieht schön aus, Tina. Darf ich mal probieren? Na klar. Danke. Es geht los. Oh, wow. Hey, willst du meinen probieren? Nein, danke. Zeit für das nächste Battle. Ich habe hier ein riesiges Puppet. Ja! Das ist ja unglaublich. Ich habe noch nie so ein großes gesehen. Oh, jetzt regnet es einen Haufen Puppets. Gib her, alles meine. Puppets? Wirklich? Tina sieht aus, als hätte sie Spaß. Dann kann ich mich ihr ja anschließen. Puppets, ich hab's kapiert. Wird Zeit für meine treuen Gummibärchen. Sie haben mich noch nie im Stich gelassen. Okay, ich lege sie einfach in die Poppetkuhle. Und jetzt kommt der Föhn zum Einsatz. Oh, ich schaue gern zu, wie sie schmelzen. Das ist so cool, aber irgendwie auch gruselig. Fertig, alle sind geschmolzen und füllen das Poppet aus. Und wenn es abgekühlt ist, kann ich es aus der Form nehmen.
Tada! Ich bin ziemlich zufrieden. Wie sieht's bei dir aus, Tina? Oh, sie hat sich tief in den Poppelt-Hasenbau verkrochen. Besser gesagt ins Einhornloch. Mal sehen, ob ich sie da rausbekomme. Tina! Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Stör mich nicht. Und das war's. Die Zeit ist um. Na gut, dann eben nicht. Ich habe dieses Poppet-Gummibärchen gemacht. Hä? Was ist los? Hat Tina nichts gemacht? Tina! Poppets! Na gut, dann hat Matthew diese Runde gewonnen. Yes, ein weiterer Punkt für mich. Und jetzt beiße ich in meinen Bären. Ein gutes Poppet. Ich meine, Gummibärchen. Hey, gib mir das. So eins habe ich ja noch nie gesehen. Das macht auch Spaß. Aber Tina, das ist nicht... Ach, vergiss es. Das nächste Wettkampfthema halte ich wieder in meiner Hand. Ein Getränk. Dann legt mal los. Auf gar keinen Fall darf ich Matthew wieder gewinnen lassen. Entschuldigung, Fräulein. Was zu... Danke. Wie süß. Nimm ihn ruhig. Hey, Kleine, du hast da ein ziemlich gut aussehendes Eis. Mein Eis! Hier, nimm das Einhornplüschtier. Das wird dein bester Freund oder so ähnlich. Okay, ich hab's zurückgeschafft, ohne dass das Eis geschmolzen ist. Und ich lasse auf gar keinen Fall zu, dass Matthew mich wieder besiegt. Alles klar, los geht's. Aber diesen Orangensaft brauche ich nicht. Das Glas ist wie geschaffen für meine Gummibärchen. Ups, ich habe mich bekleckert. Ein bisschen abtupfen und gut. Jetzt fülle ich mein Glas auf, mit Süßigkeiten natürlich. Und dann lasse ich sie schmelzen. Und schon habe ich einen Regenbogen im Glas. Na und? Meine Eiscreme wird dein Getränk übertrumpfen. In die Schüssel mit den Eiskugeln und jetzt könnt ihr schmelzen. Gut, dass es heute so heiß ist. Jetzt gebe ich Maisstärke zum geschmolzenen Eis. Zusammengerührt wird daraus ein Teig, von dem ich ein bisschen abnehmen kann. Und daraus rolle ich kleine Teigbälle. So süß. Fertig. Sie kommen mit etwas Eis ins Glas und jetzt zum Sprudel. Das ist Orangenlimo. Rein damit. Und das nenne ich einen erfrischenden Drink. Aber ich probiere ihn mal, nur um sicher zu gehen, dass er schmeckt. Damit gewinne ich mit Sicherheit. Hä? Oh, ihr seid schon fertig. Ja, natürlich. Oh mein Gott, wen wird er dieses Mal als Gewinner bestimmen? Ich weiß es nicht. Ihr beide bekommt einen Punkt. Yes. Oh, Und wollen wir die Getränke des anderen probieren? Klar. Oh, ich mag den Strohhalm. Wow, Tina, das ist total lecker. Ich habe definitiv Lust auf Gummibärchen, vor allem nachdem der Ballon vor meiner Nase explodiert ist. Das ist wirklich gut, Matthew. Weiter geht's. Ja, genau, ein Donut. Macht euch an die Arbeit. Oh, ich liebe Donuts. Ich schiebe ihn wieder dahin, wo ich ihn her habe. Dann fangt mal an. Ja, Mister. Also gut, hier muss es was geben, das ich gebrauchen kann. Meine Schöpfkelle. Ach nee, ist nicht, was ich brauche. Eine Banane? Nein, die auch nicht. Alles, was ich für den Anfang brauche, ist ein Flake. Einhorn-Fruchtloops sind die besten. Und jetzt zur Einhorn-Superkraft. Hiya! Nice, jetzt lasse ich ihn noch so aussehen wie der aus seinem Maul. Mario ist gut dafür. Ey, was zum Geier denkt sich Tina da bloß aus? Oh ja, das ist ein Donut, auf den ich stolz sein kann. Igitt, ich fange auch mal an, obwohl das nicht schwer zu toppen sein wird. Gut, dass ich diese riesigen Bonbons habe. Und diese Soßenschüssel, aber diesmal nicht für Soße, sondern für Süßigkeiten. Ja, das sieht toll aus. Und jetzt verflüssigen. Perfekt. Und damit fülle ich meine Formen. Natürlich habe ich auch andere Farben. Einhörner brauchen Regenbögen. Okay, sie sind voll. Und wenn die Bonbons hart sind, kann ich sie rausholen. Oh, die sind ja süß. Jetzt kommen sie in eine andere Form. Ich lege sie alle rein und gieße dann Gelatine in die Form. Und wenn alles fest ist, kann er aufgeschnitten werden. Oh, schau dir das mal an. Das ist ein richtiger Donut. Tina, wie findest du meinen Donut? Neidisch? Ach, du und deine blöden Gummis. Ich wusste es, du bist neidisch. Mir doch egal. Damit werde ich definitiv gewinnen. Kommen wir zur Bewertung. Mal sehen, ist das Mayonnaise? Ekelhaft. Aber der hier ist aus Süßigkeiten und Gelatine. Ganz klar, dass der Sieg an diesen Donut geht. Matthew, das bringt mich in Führung. Das ist eure nächste Aufgabe. Fangt an. Was? War ich unklar? Macht eine Torte. Nehmt Waffeln, wenn ihr wollt. Alles klar, jetzt geht's los. Ja, yeah, und dafür brauche ich nur Waffeln und Schlagsahne. Hä? Was zum Kuckuck? Die Dose ist leer. Wie kann das sein? Wow, vielleicht hättest du vorher nicht so viel davon essen sollen. Ich reise natürlich immer mit meinem tragbaren Mini-Waffeleisen. Damit kann ich farbenfrohe Waffeln machen. So, das waren alle meine Farben. Und jetzt zum Garen. Dann schichte ich einfach Schlagsahne dazwischen und fertig. Aber ich mache hier oben noch ein bisschen drauf. Yeah, eine schöne Spirale. Das sieht wirklich gut aus. Vielleicht setze ich noch eine Erdbeere oben drauf. Das sieht hübsch aus. Dann halt noch ein paar Beeren. Warum auch nicht? Oh yeah. Wow, er hat so einen köstlichen Turm gemacht. Meins sieht dagegen ziemlich armselig aus. So ein Mist. Was zum Geier mache ich denn jetzt?
Hey, ich weiß. Tina, du hast noch nicht verloren. Vielleicht kann ich keinen tollen Waffelturm bauen, aber ich habe ja meine süße Squishy-Einhorntorte. Seid ihr bereit für die Bewertung des letzten Wettkampfs? Ihr beide habt wieder gewonnen. Yes, ein weiterer Punkt für meine Gesamtpunktzahl. Ich wusste, dass die Squishy-Torte hilft. Mein Waffelturm schmeckt sogar noch besser, als ich dachte. Das ist schön für dich. Hey, darf ich deine Torte mal probieren? Was? Nein, ich bin mir sicher, sie ist nicht gut genug. Ach komm schon, sei nicht so bescheiden. Lass mich abbeißen. Matthew, stopp! Keine Panik, ich beiß nur ein bisschen ab. Nein! Autsch! Eine Fälschung! Das ist ein Squishy! Hast du geschummelt? Ein Schummler? Das ist gegen den Einhorn-Kodex. Ein Punkt Abzug für Tina. Oh, nicht fair! Ich hab doch gesagt, dass du nicht abbeißen darfst. An welchem dieser Kochwettkämpfe möchtest du gerne teilnehmen? Schreib es uns in die Kommentare. Teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere coole Videos.